Maracuja kennst du vielleicht auch unter dem Namen Passionsfrucht oder umgekehrt die Passionsfrucht unter dem Namen Maracuja. Gibt es überhaupt einen Unterschied? Ja, den gibt es. Maracujas haben eine grün-gelbliche Schale und sind etwa doppelt so groß wie die etwas kleineren Passionsfrüchte, die von außen eher so bräunlich-violett aussehen. Beide Früchte entstammen aber der gleichen Pflanzengattung und wachsen vorrangig in tropischen Gebieten. Maracujas schmecken etwas säuerlicher. Manche sagen so richtig gesund, während die kleinen Passionsfrüchte hier eine eher süßliche Note haben. Bei den enthaltenen Vitaminen sticht hier das Provitamin A hervor, welches unter anderem zur Erhaltung einer normalen Sehkraft beiträgt. Mein persönlicher Tipp, wenn du Maracujas oder auch Passionsfrüchte kaufst, dann nimm die runzeligen. Eine runzelige Schale ist überhaupt gar kein Zeichen dafür, dass diese Früchte verdorben oder alt sind. Im Gegenteil, erst in diesem Stadion entfaltet das Fruchtfleisch innen sein volles Aroma. Und man isst es übrigens hier direkt mit einem Löffel aus der Schale.